Bevor Robbie Clemens am Mittwoch seinen Flieger in Richtung Nordpol bestieg, hatte er noch einen kurzen Termin bei Götz Ulrich. Dort wurde der Hunmolzner offiziell vom Landrat des Burgenlandkreises verabschiedet. Ein Stück weit ist das verrückt, aber es ist ja Ausdruck dessen, dass er eine Form gefunden hat, eine Lebenskrise so zu überwinden, dass es zum Vorbild für viele andere Menschen werden kann. Und das finde ich ganz toll. Und da kann er wirklich helfen, nicht nur der Region, sondern Menschen weltweit, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation oder einer ganz anderen Beeinträchtigung befinden. Und insofern können da alle aufschauen und gucken und sagen, das kann gelingen, wenn man sein eigenes Leben wieder in die Hand nimmt. Und ehrlich gesagt, das ist ja das, was wir für die Region auch wollen. Ja, wir wissen ja alle, wir haben noch viele Menschen, die lange arbeitslos sind, die für sich gar keinen Weg mehr finden, obwohl wir Arbeitsplätze jetzt haben, dahin zu gehen. Und wenn dieses Signal von ihm ausgeht, ja, dass man das schaffen kann, auch aus einer schweren persönlichen Situation heraus sowas hinzubekommen. Man muss ja nicht gleich von Nordpol nach Südpol laufen, aber jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen. Und wenn man das wieder hinbekommt, ist das, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel dafür. Deshalb nochmal alles Gute. Ja. In einem kleinen Gespräch beschrieb Robbie seine geplante Tour und welche Aufgabe nun vor ihm liegt. 2 Jahre lang wird er dann vom Nordpol zum Südpol durch die verschiedensten Länder laufen, um dann im Februar 2019 die Antarktis zu erreichen. Und ich habe auch was mitgekriegt, nämlich hier diesen Button vom Weltkulturerbe. Das ist ja beantragt. Mal sehen, was da im Sommer dabei rauskommt. Ich werde es spannend verfolgen. Nach über 4 Jahren Planungs- und Vorbereitungszeit checkte er in Berlin-Tegel ein. Sein Weg führte von Stockholm nach Spitzbergen und dann auf die russische Drifteisstation Borneo.